Was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir reagieren heute auf Find the Pro von Diyar. Das ist das erste Mal, dass wir das machen auf diesem Kanal. Und wenn ihr daran Interesse habt, können wir das in Zukunft auf jeden Fall weiter fortführen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir reagieren auf die Folge heute mit Meadow und Enno. Mhm. Und ich glaube, da ist das auch sehr interessant, mit einzusteigen an dieser Stelle. Und an viele, die es vielleicht auch nicht wissen, ich hatte früher auch sehr hoch Fußball gespielt. Ich hatte auch meine sehr, sehr guten Zeiten hinter mir. Oh, hört doch jetzt auf, soll ich im Intro? Wir fangen jetzt an. Alle Jungs hinter mir erzählen, dass die Nationalspieler sind. Nur einer sagt die Wahrheit. Und heute, wie gesagt, eine Jury, wo viele drauf gewartet haben. Ich habe es in unzähligen Kommentaren gelesen. Deshalb freue ich mich jetzt auf die Juryvorstellung. Mein Name ist Diyar, Fußball-Content-Creator. Und hier habe ich einen Mann, der auch früher mal Fußball gespielt hat. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Meadow, ich mache Musik, ich bin Künstler. Ich habe selber früher Fußball gespielt bei Darmstadt 98 und bei Mainz 05. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Was geht, Freunde? Ich bin der Enno, ich bin auch Musiker. Ich bin ein sehr großer Fußballfan. Selber auch gespielt, Amateur. Das war's. Kevin Reuter, Spielerberater bei 110 Sportmanagement. Kennt mich aus einigen Folgen, wenn ihr wisst. Kevin Reuter, Spielerberater redet, sind wir alle leise. Kevin Reuter, kenn Berater ich. Reden. Das war der Spruch des Jahres, der Berater redet und alle leise. Meadow, Bruder, NLZ hast du gezockt, ne? Ja, ich habe 4 Jahre NLZ gespielt. Ein Jahr bei Mainz 05 und 3 Jahre bei Darmstadt 98. Was war Mainz? Ja, bei mir ähnlich. Ich hatte 3 Jahre NLZ gespielt. So, das war auch eine geile Zeit bei mir, Bruder. Eine sehr geile Zeit. Mainz, U14, Mainz 05 und dann ja, ab U15 bei Darmstadt 98, 3 Jahre lang. Krass, und dann 4 Jahre NLZ. Kein Bock mehr auf Fußball gehabt, lieber Rapper geworden. Nee, also Bock geworden. Hatte schon, aber mein letztes Jahr war ich ein Jahr komplett verletzt. Ich wurde operiert und so. Und dann natürlich hat auch die Lust so gefehlt, hat Musik angefangen, Handyvideos, dies und das. Dachte ich mir, okay, ich schau mit Fußball auf, ich fang mit Musik an, komplett so, 100%. Geil. Ja, Bro. Menno, so. Bruder. Ja, Bruder, jetzt. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage länger. Ja. Fußballfan, sag mal, welcher Lieblingsclub? Jetzt interessiert, das interessiert mich. Jetzt bin ich gespannt. Fenerbahçe-Fan? Oh mein Gott! Hart. Harte Nummer. Boah, hey, hab ich nicht erwartet. Von denen hätte ich wenigstens Besiktas erwartet. Aber Fener, Bruder, tot! Ja. Da freut sich der Nemi hier nicht. Und in Deutschland bin ich ein riesen BVB-Fan. Stark, sympathisch, extrem, okay. Auf die Spielervorstellung jetzt. Okay, du checkst das Format, ne? Ja, ja. Die zeigen da jetzt was vor und wir müssen anhand der Bewegung und sonst was erraten, ob der es ist oder nicht. Ja. Pass, ne? Erster optischer Eindruck machen wir. Wer gefällt euch optisch rein richtig gut? Na, wer sieht nach Fußball aus? Ey, wir haben okay, was würdest du sagen? So, du betrachtest das von außen. Wer sieht für dich schon so... Also der hier hinter dem hier. Also der Innenverteidiger? Rechts. Ja. Weil der ist halt groß, wie du gesagt hast. Ja. So. Für mich ist der Ghana-Bruder hier sehr gefährlich. Weil die Statur ist schon sehr krass, Bruder, muss ich sagen. Wobei die Statur eigentlich sehr gängig ist bei Verteidigern so. Und ich finde halt den hier sehr interessant. Diesen deutschen Nazio-Spieler. Mhm. Aber er gefällt mir mit am meisten so von der Statur so. Ja, ja, so. Und gerade darüber geredet, die sehen wirklich alle optisch sehr stabil aus. Mashallah, kranke Waden und so auf jeden Fall. wenn du mich jetzt fragst, wer mir am meisten gefällt, so optisch, Bruder, wie gesagt, alle, aber der Broski da hinten sieht auf jeden Fall stark aus. Der Irfan? Ich kann mir. Irfan heißt, ist das. Heißt du Irfan, Bruder? Ja. Heißt er Irfan? Der Görkem sieht auch stabil stark aus. Alle, ne? Sehen stabil aus. Nee, Görkem finde ich nicht. Türkei. Da hat mich schon jemanden dabei. Enno, Bruder, dein optischer Eindruck. Bruder, ich bin mir schon 1.000.000% sicher. Görkem ist auf jeden Fall der Nationalspieler. U21 echt? Türkei? Ja. Oder wenn der Call schon richtig ist, er lächelt auch schon, er freut sich richtig. Ja, die Jungs haben natürlich auch gerade mal hoch ins Regal gegriffen. Also DFB, U17, Türkei, U21, das ist schon enorme Qualität. Ja, mir gefällt Emre sehr, sehr gut, hat eine sehr athletische Figur. Luxemburg, U21 oder U20. Ne, U21 halte ich auch für sehr realistisch. Ja, so, bin mal gespannt, wenn es an den Ball geht, was die Jungs abliefern, weil das am Ende was zu bewerten gibt. Boah, das ist ja hart, Bruder, das ist nicht einfach. Aber Martin hat sehr extrem hochgegriffen, ne? Er sieht schon absolut nach Herrenfußballer aus, aber Slowakei, ja, Herren. Boah, der sieht nach so einem richtig unangenehmen Innenverteidiger aus. So, du nimmst den Ball gerade an, du hörst ihn so schon schnaufen bei der Ballannahme hinter dir. Nationalspieler müsstest dann quasi gegen Deutschland Nazio ready sein, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. Aber ich freue mich drauf. Deshalb nicht lang fackeln, heute direkt erste Challenge, Powershot. Jawohl.
Dann kannst du gerne starten. Die laufen dann mit Tempo. Also alles mit Tempo jetzt, ne? Der ist rot. Rot, okay. Linker Fuß ist tot. Auf jeden Fall Speed. Der ist safe raus, Bruder. Der ist gar kein Profi. Tempo hat er auf jeden Fall gut. Nein. Allein dieser Anlauf, nein. Guck mal. Also wenn wir hier aus Spaß spielen, 5 gegen 5, Baller, ich würde dir nicht wählen, meine Mann. Ist das hart. Guck doch mal, Bruder. Was ist dumm, Bruder? Also sein Linker ist auf jeden Fall schwach. Das der rechte auch. Oder der gar nicht getroffen. Ja. Gar nicht getroffen. Ich bin aber wirklich echt sehr enttäuscht jetzt von ihm. Bruder, ich weiß. Ich auch, Bruder. Guck mal, Bruder, ich sag dir ehrlich, der Emre hat mit Fußball nichts zu tun. Der verarscht uns gleich. Der sagt einfach. Na, nichts zu tun würde ich nicht sagen, aber er spielt so, keine Ahnung, so höher als Bezirksliga, würde ich sagen. So. Ja, ich spiele PlayStation zu Hause. Ich mein Street-Streamer. Dave. Go jetzt, my man, let's go. Der, hui. Weißt du, ja, okay, Bruder, aber der ist kein Linksfuß, man merkt. Minimum. Yes. Hui. Weißt du, nein. Das ist okay, der ist Verteidiger, ne? Der sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hui. Ich weiß. Der ist kein Profi, 100% nicht. Allein dieser Anlauf, dieser... Allein wieder schon. Guck mal jetzt, woran du das siehst wieder. Das sieht gut aus. Jetzt. Sieht sehr gut. Dieses Hüpfen, Bruder, das macht man nicht. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, ob das jetzt der ist. Ist, der ist links nicht. Links. Beide sind irgendwie stark. Ja, das ja, aber der ist, okay, link, der ist ja, links. Links. Der ist links. Nein. Links. Oh! Okay, wir wissen. Der erste Schuss war auf jeden Fall. Ich habe auf dich gesetzt, Bruder, ja. Ja, treffen. Ja, ist okay. Görkem, der nächste. Okay. Gerne, Görkem. Aha, komm. Auf dich sind wir gespannt. Aber schon direkt Druck hinter. Boah, der Schuss war krass. Schon direkt was hinter. Guck mal, jetzt linke sitzt auch. Ja, Bruder, der hat Power. Der ist rechts, glaube ich. Der ist rechts, der hat aber Power, guck jetzt. Boah, wow, aber die Schusstechnik ist krass. Okay. Die Schusstechnik ist krass. Guck mal, wie der curved, wie der fliegt. Der ist rechts, guck mal jetzt. Der hat aber Power, guck jetzt. Jetzt. Der ist sehr gecurved. Der hat eine richtig gute Schusstechnik, Bruder. Ja, safe. Schauen wir jetzt vor auf Großtor. Und vergiss nicht, das Tor ist arschklein, ne? Okay. Der hält einfach alles, der Torwart. Noch kein Tor. Anik, der Torwart ist 2 Meter. Das Tor ist doch nur 1 Meter. Torwart ist krass, Mann. Für mich das erste Profi. Boah, schön. Ja, ui, stark. Drin? Das war der erste. Ja. Erstes Hörchen hier heute. Danke, Görkem. Martin, Innenverteidiger. Boah, oh, Junge. Das war schon ein Statement, der erste. Ich glaube, der ist das, oder? Ja, links ist schwer. Ja. So, der erste Schuss war schon gut, aber man sieht irgendwie ein bisschen, dass er... Ja! Ach, eklig. Leg den ruhig dahin, genau. Ah. Mach noch den letzten. Er ist Verteidiger. Macht schon Sinn bei mir. Er ist Verteidiger. Macht schon Sinn, ja. Ja, der ist nicht schlecht, Bruder. Nicht schlecht, ist okay, ja. Nicht schlecht, ja. Okay, Donat, gerne. Wenn komm, Donat! Bist, 17 Kosovo. Boah, Junge. Das war ein schöner Schuss. Linksfuß, er ist Linksfuß. Mein Fall, Bruder, ich bin auch Linksfuß. Ey, der ui, Linken, schön, Bruder. Der hat eine gute Schusstechnik. Der hat einen starken Linken. Aber der ist gut, der Junge. Der ist echt gut. Mhm. Sein Linker ist wirklich gut. Aber wie lässt sich auch, ne? Mhm. Kosovo ja. 17, Nationalmannschaft. 10er, 6er? Zentrales Mittelfeld, ne? Hab ich auch geschrieben. Der ist, also, wert mich irgendwie. Okay, Irfan. Hallo, Irfan. Gerne. Schön. Hä? Ah. Hat der überhaupt Lust? Schießt, macht der so eine ganz komische seitliche Bewegung. Also ist irgendwie zu locker drauf. Den macht er gut. Aber guck mal, rechter Schuss jetzt. Sein rechter ist... Kannst du dich erinnern, als wir gegen Jordan und Sammy gespielt haben, als wir am Anfang noch so vor dem Stream einfach geschossen haben? Mhm. Genau so sind wir angelaufen und haben geschossen. So ja. Einfach so, weißt du? Bon Chance. Bruder, der wird einfach gut gezogen. Also ich sag dir einfach dafür, dass er ein Zehner ist. Dafür, dass er ein Zehner ist, finde ich. Der hat die meisten Tore. Ja, okay, der hat die Tore gemacht, aber schon seine Technik für einen Zehner ist. Fand ich auch. Ich fand ihn auch trotz Tore seine, fand ich. Seine Technik und hier steht Zehner, Bro. Allein auch wieder angelaufen ist. Techniker sein. Okay, bei Deutscher bin ich gespannt.
ist. Tschüss, wie kommt der rein? Der hat einfach Werbung kaputt geschossen. Der ist krass, der Junge. Aber wie unkontrolliert. Ja. Da waren ein, zwei Spieler, die... Gut, der ist weit wie schon stark, ne? Bruder, der hat auf jeden Fall Power, aber wie wir eben gerade... Jawohl, genau so Bälle wegkloppen. Einer hinlegen. Wie wir eben gerade gesagt haben, weißt du, wie man schon rumläuft, wie man umrennt, so ein Fußball hat, so diese Aura und so. Mach in Ruhe, genau. Den machst du in Ruhe. War okay, Bruder. Dankeschön, Jungs. Das Ding ist, bei sowas kannst du halt schwer abschätzen, weil kleines Tor, Bruder, weißt du? Ja. So, und da waren ja größtenteils nur Verteidiger, Bruder. Darf man auch nicht. Bruder ist der Profifußballer. So, weißt du, was ich meine? Freunde haben die erste Challenge gesehen. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Zwei rauswählen. Und ich würde dann meinen Bruder Martin wählen, weil ich da mit Kevin gehe. Ich finde da das ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich mache das auch nur aus einem Grund, um euch beide jetzt im Stechen zu sehen. Deshalb könnt ihr beide jetzt ins 1 gegen 1 mal gehen, ja? Ui, jawohl! Ah, last chance, so mäßig. Emre, jetzt oder nie, mein Freund. Ey, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig cool gemacht. Geil. Zeigen. Verteidiger, okay. Weg, tot, Angriff vorbei. Beide sind Verteidiger, mal gucken. Ah, beide Verteidiger. Beide stimmt. Verteidiger. Außenverteidiger, Innenverteidiger, oder? Ja. Na. Boah, das macht er schön. Boah, das hat er schön gemacht. Das hat er wirklich schön gemacht. Okay, hat er gut gerettet. Gut durchgesetzt, ja. Aber muss auch sein, bei seiner Größe, bei dem Körper muss man auf jeden Fall seinen Körper gut einsetzen. Ja, hat er auf jeden Fall. Wie hat Emre verteidigt, Kev? Was sagst du? Er hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, oder? Er hat es gar nicht schlecht gemacht, ja. Aber dann hat er die falsche Seite angeboten. Ja. Ja, macht er auch gut, Martin, muss man sagen. Da bin ich mal jetzt gespannt. So, bei dem bin ich mehr gespannt jetzt. Schwacher Ball, ey. Schwacher ja, Ball, toter Ball. Schöne Bewegung. Abschluss. Gut gemacht. Mit Tempo. Mach mal bitte noch eine Aktion jeder, ja? Tausch noch einmal schnell durch. Beschleunigt mit Tempo. Eine Finte reicht aus bei sowas. Eins gegen eins, zack. Eine Finte und Schuss. Ja, Ball toter Ball. Hat wieder gut angenommen. Gut angenommen. Guter Ball. Komm, frisst ihn auf. Stark! Gut. Eins musst du auch sagen, ne? Der ist lang. Weiß ganz genau, dass er nach rechts will. Ja. Und biet ihm das nicht an. Bro, sein. Boah, schöner Ball. Schöne Annahme. Schön angenommen. Stark! Tschüss, wie groß ist der Bruder, ja? Der kann schon gut durchsetzen. Ja, Freunde, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal das Stechen gesehen. Danke, Emre, und danke, Martin. Entscheidung, ich finde, Emre, du hast es echt nicht schlecht verteidigt. Aber Martin hat es zum Teil richtig gut sogar verteidigt und auch stark angegriffen. Bei dir war es sehr ausrechenbar, wo du hin wolltest. Und wenn man das Stechen jetzt nur gesehen hat, bist trotzdem ein guter Fußballer, würde ich mit Martin gehen. Eine Runde weiter und Emre und Irfan dann ausraus. Ich würde auch mit Martin gehen. Ich finde, er hat seinen Körper, seine Statur hat er sehr gut ausgenutzt, hat sehr gut verteidigt. Und 1 gegen 1 offensiv warst du auch sehr gut, Bruder. Eine Finte und direkt reingeballert. Deswegen würde ich mit Martin. Ich kann euch hier auch so eine Sache sagen. Ich habe damals in der Niederrhein-Auswahl war ich, ne? Kannst dich ja auch noch dran erinnern, ne? Ja. Das waren die besten Spieler aus ganz NRW, aus allen Vereinen aus Nordrhein-Westfalen. Und da war ich erstmal in der B. Ne? Also in der A waren so Spieler wie Dortmund, Schalke und weiß der Geier was. Und ich war erstmal in der B, weil ich damals auch bei RWE gespielt habe. Und dann hatten wir einmal ein Auswahlverfahren zwischen B und A für die deutsche Nazio. Und da habe ich das leider dann natürlich nicht geschafft, weil da auch irgendwo halt voll die Brockenspieler waren, Bruder. Da waren geisteskranke Zocker, die heute auch Profis geworden sind teilweise. Ja, aber so, ich hatte auch so interessante Zeiten hinter mir. Enno, deine Entscheidung. Also ich würde eigentlich bei euch beiden mitgehen. Ich bin auch derselben Meinung. Obwohl der Emre mir jetzt in Bewegung auch mehr gefallen hat, als nur auf das Tor zu schießen. Aber da fand ich auf jeden Fall Martin qualitativ auf jeden Fall weiter, sehr weit da vorne. Deswegen würde ich auch mit Martin gehen. Ja, meine Entscheidung ist ja jetzt irrelevant, aber ja, wenn wir das Stechen bewerten, dann muss eigentlich Martin gewinnen, weil er die beiden Aktionen auch besser gewesen ist. Ich habe da zwar ein ungutes Gefühl bei dieser Entscheidung, aber es ist ja auch egal, was ich jetzt sage, weil Martin ist am Ende weiter, er hat es gut gemacht. Und ja, egal was jetzt ist, war glaube ich nicht dein Tag heute. Und ja. Also mit meiner heutigen Leistung bin ich nicht so zufrieden. Ich weiß, dass ich es besser kann. Die Jury hat so entschieden, jeder hat seine eigene Meinung, aber das hält mich jetzt nicht auf, auf meinem Weg weiterzumachen, Profi zu werden. Ja, safe. Ah! Profi zu werden. Freunde, bevor wir zur nächsten Challenge kommen, wollte uns Meadow noch ein bisschen zeigen, was er am Ball drauf hat. Gucken. Aha! Oh! Oh! Jetzt müssen wir in die nächste Challenge gehen, da gehen wir in die Five-Shot-Challenge. Wow! Yo! Dave, Feuer frei.
fünf Aktionen hintereinander weg. Stark. Macht er gut. Ganz macht easy. Fünf Bälle hintereinander, weißt du, eins mit Dribbling? Boah, das macht er schön. Ja, der ist... Ich finde auch, den Ball danach abzuholen, ich brauche mehr Dynamik so. Ja. Können wir das den Spielern sagen, dass sie mehr Tempo machen sollen? Wenn du, Dave, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Power wollen wir jetzt haben. Ach, der ist kein Rechtsfuß, ne? Ja, der ist Linksfuß. Der ist Linksfuß. Sein linker war stark, ich habe seinen linken krassen Elm. Schön. Der ist gut, der kleine Bruder. Der ist gut, der Kicker. Ja. Jetzt bin ich auf Touch gespannt. Was heißt er nochmal? Dave, ne? Ja. Also schön in die Ecke, bisschen komisch geschossen, aber schön in die Ecke. Danke, Dave, ja. Görkem, 19 Jahre alt. Boah, gerne. Bei dem bin ich gespannt, ja. Hast uns gerade gut gefallen. Tschüss. Stark! Zeig sehr stark. Jetzt mal ein Power was. Oh, schön. Oh, sehr schön. Görkem, du mal, ich mach das. Er hat einen Baden geschickt. Bruder, er sieht maximal aus dem Fußball. Ganz geschmeidige Safe. Weißt du, woran ich merke, dass er der Profi ist, Bruder? Weil der spielt die ganze Zeit mit seinem Schuh, während er hier steht. Der hat es immer da, Bruder. Er muss gleich noch kurz so spucken. Hast nimm nochmal mit. Ist okay? Ja. Ui. Sehr stark. Görkem. Danke, Görkem, ja? Görkem, sehr stark. Okay, gerne, Martin, hau rein. Der hätte fast einen Fußballer. War drin, ne? Manik. Stark. Guck mal, das ist eine schöne Power. Ja. Das ist eine schöne Power. Stimmt. Wow, Bruder. Sehr gut. Also den kaufst du auf jeden Fall ab, dass er bei Stuttgart der Kicker ist. Das meine ich an den Folgen zuvor, diese IV-Ausrede. Er ist IV und bewegt sich trotzdem gut. Hast du? Ist okay? Ist okay. Bruder, als IV diese Größe, diese Statur und dass er noch schnell ist. Er ist auf jeden Fall nicht langsam, glaube ich. Das ist sehr wichtig. Okay, jetzt hat er dreimal den Boden voll mitgenommen, aber... Schön. Ja, aber sehr, sehr schön. Stark. Schöner Ablauf. Stark. Danke, Martin, ja? Auf jeden Fall. Okay, Donat. Gerne. Hat auch so ein Profi auch an dieser Name, Bruder. 10 Jahre alt. Bruder, dieser Name, das Haar, Bruder, ja. Boah. Stark. Der kompletten Knick. Ballbehandlung, Dynamik jetzt. Komm, ein bisschen mehr Dynamik, Bro. Ah, schade. Idee habe ich verstanden. Ja, siehst du, der kann ja. 1,90 locker groß. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf Großfeld ein bisschen körperlich schwach ist. Aber der ist auch U17 Kosovo noch, ne? Weißt du, der kann stimmt, noch. U17, der ist ja auch noch. Der ist noch jung. Oh, der ist kann noch. U17, ne? Also der ist 16 ungefähr? Der ist 17 Jahre alt. Der hat gesagt, er ist 17 geworden vielleicht auch. Schön. Guck mal, das ist Touch. Oh, Bruder. Stark. Danke, Donat. Und Erion, der letzte. U17 Deutschland. Erion, gerne. Darmstadt ist nicht verkehrt. Darmstadt, ja, ist gut. Das wirkt so ein bisschen hektisch, weißt du? So. Mit Dynamik, ich meine mit Dynamik auch nicht, dass man hektisch wird. Man kann Dynamik, ein bisschen dynamisch laufen und so schießen, aber das sieht mir zu hektisch aus. Ist es 100%? Der ist kein Profi. Links war in Ordnung. Nein, der ist kein Profi. Oh, macht Schulterblick. Ja. Er macht Schulterblick. Ja, klar, Bruder, hier hinter dir ist keiner. Kannst nach vorne gucken. Dann wäre es doch besser gewesen. Nee, Bro. Lass mich nein. Er wollte aufdrehen. Also, was sagst du bisher? Wer ist für dich so bisher der Spannendste? Was würdest du sagen? Görkem und dieser Slowene. Martin? Mhm. Die zwei gehören für mich auch bisher zu den Favoriten. So. Kampft. Ja, das so erzwungen gerade. Er verkrampft. Ne? So, er ist erzwungen. Motiviert, okay, aber so dieser Sprint nach hinten. Also, zeigt trotzdem, was er eine Grundausbildung hat. Er wollte aber auch zeigen. Ich weiß, er lächelt auch schon. Messi scannt immer. Permanent. Messi scannt immer? Messi skillt immer. Scannen. Er scannt. Ja, aber er sagt Automatismen, hat er vorher gesagt, ist automatisch bei ihm drin. Normal, nee, macht er mir einen auf, Bruder. Du bist in einer Sockhalle, Bruder. Ich küsse dein Herz. Hat Spaß gemacht, Five-Star Challenge macht mir immer besonders viel Spaß. Medo, fang du mal gerne an. Wer hat dir gut gefallen und wen willst du vielleicht rauswählen? Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ist, ich glaube, das wissen wir alle, ist Görkem. Aber wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist Martin und Donat. Das habe ich mir so markiert. Donat ist auch gut, waren sehr gut. Die Dynamik war sehr gut. Soll ich auch sagen, wer mir nicht so gut gefallen hat? Ja, genau, wir müssen auch einen rausnehmen. Martin mit seiner Statur auch beweglich, ne? Sozusagen. Ja, ich finde Martin als Innenverteidiger, was du, wie Diat schon gesagt hat, du bist trotzdem sehr beweglich, Bruder. Als Innenverteidiger beweglich zu sein, ist auf jeden Fall ist ein Vorteil so. Ich fand Erion, ich fand, du warst ein bisschen zu hektisch, Bro. So, weißt du? Ich schwöre, Medo hat richtig Ahnung. Man merkt das brutal, Bruder. Man merkt das brutal. So, wie bitte? Also, ich habe versucht, Dynamik reinzubringen, weil das von den vorherigen meiner Meinung nach gefehlt hat. Und ja, also die Platzierung von den Schüssen war nicht gut. Also ich hätte mehr in die Ecken platzieren müssen. Aber ansonsten habe ich halt auf die Dynamik geachtet. Und, ja. Sag etwas, um Dynamik reinzubringen, ja, weil die anderen das nicht. Ja, Dynamik ist immer gut, aber ich meine mit hektisch meine ich so. Achso, ja. Weißt du, was ich meine? Bisschen Overpace. Ja, so. Und ich fand auch, die Annahme am Ende war jetzt auch nicht so cool.
Ja, das ist nur meine Meinung. Jetzt der Einzige, der mir so negativ aufgefallen ist, ist Erion. Das war mir auch alles zu hektisch und ein bisschen so aufgesetzt, auch diese Schulterblicke links und rechts und so. Da war so mehr Show als Ernsthaftigkeit da. Und deswegen, ich würde auch erstmal so jetzt meine Meinung festhalten, dass ich bei Erion bleibe. Das glaube ich nicht. Aber danke, Erion, ja? Ich bin gespannt. Danke fürs Machen. Ja. Ich akzeptiere das Feedback der Jury, jedoch konnte ich nicht all meine Qualitäten auf den Platz bringen. Danke für die Einleitung, es hat sehr viel Spaß gemacht. So Freunde, wir gehen jetzt nochmal in die Duelle rein. Freue ich mich extrem drauf. Das ist mal das Schönste. Wir haben jetzt noch mit dabei Dave, Görkem, den Martin und den Donut. Ich würde sagen, ja, lass mal Görkem mit Martin zusammenspielen und Dave mit Donut. Bitte, ja? Jawohl! Das wird krass. Dann gerne, mein Freund. Bruder, Girlcam ist zu 100%. Wenn du dir von hinten anguckst, stell einfach vor, nur in diese rote Trikot. Er hat schon Fußballer-Dings. Ja, ja, 100%. Donut. Yeah. Moin. Am meisten immer. Oh, yeah. Ey, Walla. Boah, das ist so crazy, safe, Bruder. Das war mein erster Satz, wo ich mich hingesetzt habe. Yeah. Er hat eine super Bewegung drauf. Der hat dir kurz Schlaf geschickt, der ist krass, Alter. Boah, ich hab jetzt ein bisschen Sorge, dass die zwei nach diesem Video heute der Spielerberater werden. Das könnte passieren. Martin, ich will den in der Verteidigung gleich sehen, aber. Gib den Ball ab, genau, er will die Ball. Okay. Lass mal Göttchen machen. Schön. Schöner Pass, schön angeboten. Schön, ja, der Vize. Ui, Junge Martin! Sehr, sehr schön, beide. Sehr schön. Kleine Tor ist eklig. Doch alle. Verteidiger einer so. Aber boah, der Verteidiger ist aber. Waller gut gemacht. Er ist der Nächste, den ich rauswähle, Bruder. Schöne Annahme. Oder halt dich, Enno. Junge, der ist komplett ins Knie. Warte, bevor ich da bitte ein Bein nehmen noch. Ui! Wie hätte der Dings jetzt gesagt? Der hat den nach Hause geschickt, ne? Der hat die Baden. Der hat den nach Hause geschickt. Der hat Losan nach Hause geschickt. Ja, was soll passieren bei einer Prellung? Er kann jetzt nur noch mal mehr wehtun, aber jetzt nicht, dass er sich bricht oder so. Was ich bei Görke mag, er spielt auch einfach. Er macht nicht nur Faxen, sondern ja, er macht auch einfach. Er macht das nur, wenn es sein muss. Genau. Er macht das nicht, um Show zu machen. Schön, also. Hey Bruder, ich will den so gerne zuschauen, so auf Großfeld, wie er die Bälle verteilt, was für ein Techniker wäre. Hat er gesagt, wo er spielt? Also normaler Fragen wir gleich mal, das interessiert mich auch mal. Ich will es unbedingt guter wissen. Touch, gut. Richtig schön angeboten. Ey, er ist doch schneller. Bruder, er ist schön Körper Tapper dazwischen. Schön. Das war nicht ja, eine gute Spielintelligenz. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, er läuft. Komm, weiter. Aktion ist noch heiß. Ja. Gut, weißt du, was ich mir nur vorstellen kann? Guck mal, so ein Auge habe ich jetzt. Guck mal, seine Schnelligkeit hat mir auch krass gefallen, weil ich dachte, er ist nicht so schnell. Sein Antritt war krass, aber ich kann mir bei ihm vorstellen, dass sein Ausdauer vielleicht ein bisschen schwächer ist. Der ist auch manchmal gerne, glaube ich, auch in Shisha-Bar. Slowakei, Herren, Nationalspieler, Bruder. Der muss jetzt so vorstellen. Boah, schön, Kamera gerettet, smooth, Bruder. Der muss jetzt Ronaldo verteidigen. Das war jetzt nicht, dass er nicht nach Ronaldo verteidigen muss. Ja, ja, ja. Kev, kannst du dir so vorstellen, dass einer. Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt ist vorbei. Der muss genau, der sagt Herren Nationalspieler, der muss jetzt solche Kaliber Neymar und Co. verteidigen. Kein einziges Mal vorbeikommen. Ah. Eine Aktion noch? Nee, bis 20. Also 1920. Oh, einfach mal kurz wagen. Ja, ich sag dir ehrlich schon. Mach doch bitte eine Aktion, ja, aber kurz durchatmen. Kriegst den. Große Feld. Da haben wir jetzt drauf ankommen. Der braucht gute Warten. Oh mein Gott! Weißt du, ich mag diese Gradlinigkeit. Keine zu viele Faxen. Danke, Jungs, ja? Dave, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Du bist 17? Ich bin 17 geworden, ja. Und du bist also quasi. Ich glaube, es ist Dave, ne? Hieß der? Der aus Ghana? Ja. Ja. Es ist, glaube ich, Dave und Görkem. Wie viele sucht man denn? Das weiß ich nicht. Aber das Ding ist, er ist 17, ne? Normal, so die Qualitäten, umso jünger man ist, sind natürlich noch nicht so höher wie in den höheren Alter, ist ja normal, weißt du? Mhm. Und Ghana, ich weiß jetzt nicht, wie Ghana, also Ghana ist wahrscheinlich nicht in der Nazio so weit wie Türkei beispielsweise oder Deutschland, ist ja, weißt du, was ich meine? Nee, das weiß man einfach, also wenn du mal Fußball gezockt hast, so, weißt du, deswegen. Aber du denkst, das ist Görkem und der aus Ghana? Ja, weil Martin, ich weiß nicht, der hat jetzt gerade nicht so gespielt. Weil aber die haben einen guten Punkt gesagt, der müsste halt so Leute wie Neymar und so verteidigen. Und gerade so, der wurde auseinandergenommen irgendwie. Hast du auch recht, ne? 16 gewesen, jetzt 17 geworden. Und ja, im Januar bin ich 17 geworden. Ja. Und spielst U20 Ghana jetzt schon. Ja, also meine Mitspieler sind auch alle um den Dreh so 17, 18. Ja. Und so die Spieler, die so 19, 20 sind, sind jetzt in der U23 von uns. Also wir haben, weil Ghana hat keine U19 und keine U17. Und die, ist das okay? Das kann sein. Weißt du aber nicht mehr, was das kann echt sein. Die Länder, die haben sogar. Also die haben auch kein Afrika Cup mitgespielt, also Afrika Cup of Nations, diese Jugend, haben nicht mitgespielt. Und ja, es gibt bei uns dann nur Youth African Cup of Nations. Ja. Also das heißt, U20 und U23 hat ein eigenes Turnier. Also so verschieden. Und eigentlich so, wir spielen so gegen Mali U19 und so. Also auch so Mannschaften, die auch so U18 und U19 haben. Also wir sind keine reguläre U17 oder U19. Ja. Weil ich weiß nicht wieso.
Woher aus Ghana kommst du genau? Mein Vater kommt aus Accra, meine Mutter aus Kumasi. Entese? Nuhi Amanse. Okay, mal kurzer Test. Also ganz kurz, Bro, spielt ihr gegen auch andere Mann? Also spielt ihr gegen U20-Spieler oder gegen U17? Nein. Wir spielen so. Also meine Mitspieler sind ja auch 17, 18, das ja, heißt, deswegen. Ich bin so gegen U19, Somali. Es gibt nur einen Profispieler. Mhm. Ja, dann ist die Auswahl ja eigentlich klar, ne? Ja, Görkem dann, es ist Görkem, Hardcore-Görkem. Ich dachte jetzt, weil da steht, weil du gesagt hast, du bist 17 und hier steht U20, dachte ich mir halt, weil der vielleicht zu gut ist, so spielt er mit den Eltern. Aber sag, die gibt's? Mensch, ja, deswegen. Okay. Görkem, noch ganz kurze Frage an dich. Ich glaube, dass du ein Wahnsinnsfußballer bist, haben wir gerade gesehen. Mannschaftsfußball, wo spielst du da? Kaiserslautern, in der U21. Kaiserslautern? Ja. Könnte schon sein. Ach, spielst du dann nicht mit? Wer war nochmal bei Kaiserslautern? Hier. Wer war denn noch bei Kaiserslautern? Emre. Spielt in einer Mannschaft? Ja. Wir sind zusammengekommen. Ja? Ja. Er ist 100%. Ja, okay, spannend. Kann ja sein, aber kann sein, dass einer von denen nicht in der Nationalmannschaft ist. Ja, einer sagt lieber. Okay. Oh, das triggert mich gerade mit Lautern. Aber ich weiß, dass Kaiserslautern starke Jugendspieler hat. Die haben einen starken Jugendspieler schon immer eigentlich gehabt, oder? Haben die. Ne? Aber ist doch so, oder nicht? U21 Lautern, ob das jetzt für U21 Türkei reicht, ist schon krass. Das ist ganz, ganz schwer. Challenge 4, Dribbling, Parcours. Gerne. Dave. Ja. Komm dynamischer, wir wollen was Dynamisches sehen. Genau, das, was du kannst, glaube ich auch. Mhm. Gut, Dave. Ja, das sieht gut aus. Das. Komm, einen hast du noch, Bro. Schön mit beiden Füßen dribbeln, aber jetzt dynamisch. Komm, wir wollen was. Komm, mal richtig dynamisch. Der ist gut, oder? Ich glaube, der ist das nicht. Ich glaube, der ist das nicht. Der ist nicht. Dave hat mir bis jetzt. Der spielt Freitoner Wiesbaden. Bis jetzt? Okay, Görkem. Wenn jetzt, du bist. Jetzt will ich was sehen! Eng. Schön, Bruder, schön, kurz, Bruder, ja! Nach was soll ich denn jetzt bewerben? Brauche ich noch einen Sinn. Ja, ja, safe. Dieses Kaiserslautern U21 hat mich nur gespielt. Zack! Aber du glaubst, Zack! Der geht auch rein! Muss er nicht. Aber er will damit sagen. Jetzt, aber der letzte Kontakt war auch minimal schlecht, dass er den mit links schießen musste dann. Ja, der war ganz kleiner, schwacher Kontakt dabei. Aber Martin, gerne. Jetzt bin ich als Innenverteidiger gespannt. Boah, der hat so lange Beine, ne? Ich finde ihn für den Innenverteidiger richtig gut. Ich sag dir ehrlich. Der ist echt gut. Besser als Dave. Ja. Die Dynamik, diese. Martin, einmal richtig dynamisch, okay? Ah, es gibt zwei Profispieler. Okay. Aber für mich ist Goldcamp safe. Ja, und Martin dann, glaube ich. Martin? Ja. Ich glaube schon, ja. Ich würde auch mal reinzugehen. Mal gucken, wie ein Innenverteidiger das. Doch. Die anderen Innenverteidiger, die hier kommen, mal sehen, wie ein Innenverteidiger auch dribbeln kann. Ich bin mir auch irgendwie voll die Fußballer. Ja, ja. Ich kann mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen, dass der 5 Millionen Marktwert, Bruder, in deiner A-Mannschaft. Also der muss mindestens 5 Millionen Marktwert jetzt haben. Ich hoffe, Bruder, ein Honey Max, Bruder. Weil ich kein Tennis mehr Bruder, warte mal. Ah, nee, wie Disrespect, Bruder. Ich geb dir kein Essen aus. Einen Moment. Stimmt es mit 5 Millionen Marktwert? Müsste man mindestens haben. Ja, also ungefähr so. Wenn du Bundesliga spielst, du spielst anders. Ich geh schon in die Richtung. Was musst du geben? Ich würde dir nicht mal Essen ausgeben. Ich hoffe, gar Fresh, hart, Bruder. Los, Allah, Willen. Ich mach Spaß, Bruder. Der ist sehr gut, Bruder. Aber das ist halt zu hoch gegriffen. Zu hoch gegriffen, ja. Lass uns eine Entscheidung treffen. Alle haben angefangen, ich fange einmal mal an. Görkem, Kaiserslautern triggert mich noch ein bisschen. Deshalb, aber ich muss dich rein fußballerisch unbedingt weiterlassen. Also das, was du ablieferst heute, Weltklasse, wirklich richtig, richtig gut. Dave, solide, gut. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du ein linker Außenverteidiger bist. Ganz kurz, also ich entscheide gerade das. Ja, mal, ne? Du entscheidest. Um ehrlich zu sein, wirklich hat mir Martin seine Leistung heute im Allgemeinen, jetzt so alle Übungen, wenn ich alle Übungen bewerte, hat mir Martin schon sogar deutlich mehr gefallen. Ja. Ja, also willst du Dave rausnehmen? Deswegen. Dave muss safe raus, Bruder! Dave, rausholen. Dann heißt wieder Gleichstand. Ihr dürft jeder jetzt einmal schnell offensiv, einmal defensiv, ja? Komm! Letzte Chance. Komm, mach mal eine schnelle Aktion. Komm, Martin. Er ist einfach die Wow! Reicht. Danke, Martin. Er ist Innenverteidiger! Das ist jetzt. Wenn er jetzt die Aktion nicht kriegen wird. Totalannahme. Angriff vorbei. Vorbei. Hab ich direkt gesehen. Ich will, dass Martin bleibt. Martin soll bleiben. Mehr Martin soll bleiben. Ja, ich glaube, Finale ist recht eindeutig. Was Martin da gerade gezaubert hat, war unglaublich für mich. Martin, ich habe dir wieder Unrecht getan, mein Freund. Was du gerade gezeigt hast, unglaublich. Für einen Innenverteidiger Finale. Ja, auf jeden Fall auch. Ich bleib bei Martin. Ja, ich bleib auch bei meiner Entscheidung. Okay. Meine Entscheidung ist egal. Danke, Dave, fürs Machmaschine. Danke. Ja, also ich muss akzeptieren, was die Jury jetzt gesagt hat. Also ich bin jetzt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich weiß, ich kann es definitiv besser. Aber ja, genau, das hält mich nicht. Die Auswertung! U21 Türkei, Görkem. Ich finde auch, es ist Görkem. Ich fand deine Leistung heute übertrieben stark. Ja. Du bist ein krasser Techniker, du hast mir übertrieben gefallen. Deswegen denke ich auch, dass es Görkem ist, dass du bei der Nationalmannschaft
U21 Türkei spielst. Oder vom Optischen her, der erste Satz, was ich gesagt habe heute, als ich hier reinkam, ist, dass du der Nationalspieler bist. Du bist auf jeden Fall der beste Kicker hier, aber für mich der Nationalspieler ist Martin. So, okay, ich gehe mit Ehrlich? Martin. Krass. Ja, also ich glaube, ja, vielleicht ist das jetzt hart, das zu sagen, aber ich glaube weder, dass Martin A-Nationalmannschaft Slowakei spielt, noch dass Görkem Türkei U21 spielt. Okay. Aber wenn wir die Leistung der letzten Challenge bewerten, ist Görkem heute der Mann des Tages. Ja, der deswegen, beste Kicker, ja, ist auf jeden Fall der Mann des Tages. Bin mir 100% sicher, dass wir ganz am Anfang eine falsche Entscheidung getroffen haben, von hoch ins Regal greifen, von Niveau und allem. Aber Männer ist es. Ja, ich glaube, ist es. Ja, ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das einfach ein Fehler war. Aber wir werden es gleich sehen. Ich logge jetzt für Finale Görkem ein. Sag, der kommt mir auch bekannt vor. Okay. Sag, ich habe den irgendwo Ding Instagram. Ich habe ekliges Gefühl. Okay, dann würde ich sagen, jetzt darf mal der Nationalspieler bitte nach vorne kommen. Jetzt bin ich gespannt. Moment ist da. Ach du meine. Vielleicht musst du das. Ich habe den Flachs. Der Flachs. Der Flachs. Kein Bluff? Kein Beide? Bruder, wie schlecht sind wir? Was? Bruder, wir haben nein, warte, die flachsen, oder? Ey, Bruder, aber... Nein, die machen Spaß. Kaiserslautern U21. Genau, ist richtig. Scheiße, bei dir stimmt alles. Bei mir stimmt alles. Also, ich bin der Luxemburgische Nationalspieler U21. Einfach die zwei schlechtesten sind die Profis. Der schlechteste würde ich jetzt nicht sagen, weil Donat war schon gut. Die sind als erstes rausgeflogen. Oder nicht? Doch. Ja, also. Also ich fand sogar Donat besser als Emre, aber Bruder, bei Emre... Ja, aber wir reden ja auch von Luxemburg. Ja und? Ins Nationalmannschaft oder nicht? Ja, aber Bruder, ich... Weißt du, Luxemburg, ja, aber ist Luxemburg jetzt nicht, spielt aber auch. Aber Luxemburg ist kein großes Land. Weißt du? Die Talente, die da sind, die sind nicht so wie in Deutschland oder so, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Boah. Oder wie im Balkan mit Donat. Hartes Format, ja. Boah, das, Bruder, wie kann aber Görkem kein Profi sein? Aber sicher, Alter, kommt da jetzt nicht... Weil das ja, geht ja noch 5 Minuten, das Video. Was machen die denn jetzt? Wieder labern oder was? Wieder Werbung. Hier wird echt viel geredet bei dem Video. Dass ab der U13 der luxemburgische Verband so wie ein NLZ hat. Das bedeutet, dass du von der U13 bis zur U19 vier bis sechs Mal die Woche mit dem Verband trainierst und dann nur am Wochenende zu deinem Verein gehst. Das heißt dann Freitag Abschlusstraining Verein, Samstag Spiel. Die haben da ein ganz anderes System in Luxemburg. Das heißt, du spielst 6 bis 8 Mal für den Verband, also für die für Luxemburg, für die Nazio. Mhm. Und einmal die Woche trainierst du nur mit deiner hauptsächlichen Vereinsmannschaft. Bei denen ist komplett verkehrt herum. Ja, also nee. Du spielst mehr für Luxemburg Nazio als für deinen Verein. Heißt? Ja, nee, was heißt das jetzt? Die haben da ein ganz anderes System. Also es ist da vielleicht viel einfacher reinzurutschen, ach so. Weißt du? So, das okay. Will ich damit sagen. Okay. Und während der Woche hatten wir dann immer Leistungsvergleiche mit anderen NRZs in Deutschland, Belgien, Frankreich. Und so versucht der luxemburgische Verband halt die Spieler weiterzuentwickeln. Also mein Name ist Görkem Koca. Ich spiele aktuell bei der U21 von Kaiserslautern. Und ich bin nicht der Nationalspieler, ich bin nicht für die Türkei. Ich war damals im U16-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft. Aber es wurde dann halt abgebrochen wegen Corona. Und ja. Krass. Boah, das ist hart, Bruder, ne? Ja, ey. Schreibt ihr mal in die Kommentare, für wen ihr wart. Ich konnte sogar meine Hand ins Feuer legen für Görkem in dieser Folge, aber krank, Bruder. Luxemburg und Kosovo sind nicht so gute Nationalmannschaften, sag ich ja. So, da ist das Niveau nicht so hoch wie zum Beispiel in der Türkei oder in Deutschland. Zum Beispiel die türkische Nation am Niveau ist auch nicht so hoch wie die deutsche zum Beispiel. Mhm. Weißt du, und andersrum ist es wie mit Luxemburg. Wenn euch das Video aber gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein. Ciao, ciao.